Der Academy von Amigo ist ein Kartenstichspiel für 3 bis 4 Personen und eine Spielrunde dauert in etwa 30 Minuten. Bei der Academy übernehmen die Spieler von Runde zu Runde eine andere Rolle. Hierbei versucht man Stiche zu gewinnen, Rundenziele zu erfüllen, um so Auszeichnungen zu sammeln. Im Spiel enthalten sind 36 Stichkarten mit den Werten 1 bis 9 in den Farben Blau, Orange, Grün und Lila, sowie 4 Rollenkarten, Captain, Mastermind, Teamplayer und Rebell, eine Prüfungsanzeige und 12 Auszeichnungen. Zuallererst werden die Rollenkarten ausgeteilt. Der Spieler, der zuletzt eine Prüfung hatte, erhält die Rollenkarte Captain. Die im Uhrzeigersinn nächste Person hält die Rollenkarte Mastermind. Weiter geht es mit dem Teamplayer und der letzte Spieler erhält die Rolle des Rebellen. Wichtig ist es, dass die Reihenfolge unbedingt eingehalten werden muss. Der Captain nimmt sich nun alle Stichkarten, legt dann die Lila 7, also das Ass aus dem Ärmel, beiseite und mischt die übrigen Karten gut durch. Anschließend erhält Mastermind verdeckt 4 Karten und bestimmt hiermit Trumpffarbe oder Rundenregel. Das sind jetzt die sogenannten Prüfungskarten. Detaillierte Infos hierzu folgen gleich. Jetzt wird vom Captain die Lila 7 zu den übrigen Stichkarten dazugemischt. Diese werden jetzt vollständig an alle Spieler ausgeteilt, sodass dann jeder 8 Stück davon besitzt. Wichtig, die zuvor ausgeteilten Prüfungskarten des Masterminds müssen getrennt von den Handkarten gehalten werden. Nun wird noch die Prüfungsanzeige in der Tischmitte platziert und die Auszeichnungen bereitgelegt. Der Spielablauf jeder Runde besteht aus 3 Schritten. Schritt 1, Trumpffarbe und Rundenregel bestimmen. Zunächst sieht sich der Mastermind seine Handkarten an. Anschließend wählt er dann aus den zuvor erhaltenen Prüfungskarten eine aus, mit der er entweder die Trumpfkarte oder die Rundenregel für diese Runde bestimmen möchte. Trumpf bedeutet, die Farbe der Trumpfkarte gewinnt gegen jede andere Karte einer anderen Farbe. Und eine Rundenregel ist hier im unteren Bereich der Karten textlich vermerkt. Je nachdem, wofür sich Mastermind entschieden hat, schiebt er die ausgewählte Karte entsprechend hinter die Prüfungsanzeige. Möchte er also eine Trumpffarbe bestimmen, so schiebt er die ausgewählte Karte so hinter die Prüfungsanzeige, dass der obere Teil der Karte links gut sichtbar ist. Möchte Mastermind sich allerdings für eine Rundenregel entscheiden, so schiebt er die ausgewählte Karte auf der rechten Seite so hinter die Prüfungsanzeige, dass der untere Teil der Karte gut sichtbar ist. Also entweder Trumpffarbe oder Rundenregel. Die übrigen Prüfungskarten werden danach verdeckt an den Teamplayer weitergegeben. Dieser sieht sich zunächst wieder seine eigenen Handkarten an und wählt dann mit den übrigen Prüfungskarten eine Karte aus, die er entweder als Trumpffarbe bzw. als Rundenregel bestimmt. Je nachdem, welche noch nicht belegt wurde. Die übrigen Prüfungskarten werden danach beiseite gelegt. Diese werden erst in der nächsten Runde wieder benötigt. Keine Sorge, dieser Ablauf geht viel schneller voran, als er hier zu scheinen mag. Im zweiten Schritt spielt der Captain den ersten Stich aus. Alle anderen Spieler folgen dann im Uhrzeigersinn mit je einer Karte. Die erste Karte des Stichs gibt vor, mit welcher Farbe alle anderen Spieler reihum in diesen Stich spielen müssen. Nur wer keine Karte in dieser Farbe auf der Hand hat, darf eine Karte entweder in Trumpffarbe oder einer anderen spielen. Sollten hier im Stich jetzt Karten der Trumpffarbe vorhanden sein. So würde hier jetzt die höchste Karte in Trumpffarbe den Stich gewinnen. Liegt aber keine Karte der Trumpffarbe im Stich, so gewinnt die höchste Karte in der zuerst gelegten Farbe. Der Spieler, der diesen Stich gewonnen hat, legt ihn verdeckt vor sich hin und beginnt mit dem nächsten Stich.
Gewonnene Stiche werden stets als einzelne Stapel abgelegt. So kann jeder Mitspieler sehen, wie viele Stiche man bereits gewonnen hat. Sehr wichtig ist es natürlich, die aktuelle Rundenregel immer im Auge zu behalten. So kann diese für die verschiedenen Rollen verschiedene Regeln beinhalten. Nachdem nun alle 8 Stiche gespielt wurden, kommt es zum dritten Schritt, den Auszeichnungen. Als Captain erhält man eine Auszeichnung, wenn man zusammen mit dem Teamplayer mehr Stiche gewonnen hat als Mastermind. Genauso auch umgekehrt. Als Mastermind erhält man eine Auszeichnung, wenn man mindestens genauso viele Stiche gewonnen hat wie Captain und Teamplayer gemeinsam. Und als Rebell erhält man eine Auszeichnung, wenn man mindestens 3 verschiedene Farben gewonnen hat. Übrigens, man darf pro Spiel maximal 3 Auszeichnungen bekommen. Nachdem nun die Auszeichnungen verteilt worden sind, werden die Rollenkarten im Uhrzeigersinn an die nächste Person weitergegeben. Der neue Captain sortiert die grüne Lila wieder aus und die Schritte gehen von vorne los. Sobald ein Spieler dann 3 Auszeichnungen und die Lila 7 in seinen gewonnenen Stichen besitzt, hat er das Spiel gewonnen. Das Spiel der Academy wurde uns freundlicherweise von Amigo zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank dafür!